Es war ein wunderbarer politischer Aschermittwoch. Ich habe gemerkt, dass die Basis wieder mitgeht, dass wir die richtigen Themen haben, dass wir den Nerv getroffen haben. Ein super Aschermittwoch und ich freue mich auf die Arbeit in den nächsten Wochen. Da war richtig Pfeffer drin. Den Hubert Aiwanger habe ich zwar auch schon öfter gehört, aber noch nie in so einer langen Rede. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn er dreiviertel Stunde spricht ohne Konzept und ohne Blatt vorm Gesicht. Wunderbar, Hubert Aiwanger hat es wieder auf den Punkt gebracht, hat auch ein paar Spitzen gegen die Regierung gesetzt. Ich glaube, dass es ein gelungener Vormittag war, ein gelungener Aschermittwoch. Ja, super. Man merkt, die Freien Wähler sind im Aufwind. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir den Auftrieb auch in den Landtagswahlkampf und in den Bundestagswahlkampf nächstes Jahr mitnehmen können. Super, es war einmalig. Ich finde es faszinierend, wie der Hubert Aiwanger alles frei weg formuliert, ohne einmal aufs Skript zu schauen. Und es entspricht den Tatsachen, was er sagt. Es war sensationell. Und er hat die Themen angesprochen, Euro-Rettung, dass wir uns hier in ein Dickicht verfangen, das wir nicht mehr übersehen können. Ein klares Plädoyer für den Mittelstand. Ein Plädoyer, das heute keine der im Bundestag vertretenen Parteien mehr so abgeben würde. Und ich muss sagen, mit dieser klaren programmatischen Aussage an diesem heutigen Aschermittwoch kann Deutschland, kann Bayern sagen, die Freien Wähler sind eine echte Alternative zu etablierten Parteien. War prima, war einfach prima. Vor allem reden wir Dacherles und machen nicht bloß Sprüche um Parteien, sondern wir reden über Probleme. Da fühle ich mich also doch schon überzeugt davon, dass wir mit dem Hubert den richtigen Mann an der Spitze haben. Wir brauchen einfach einen Mann, der die Perspektiven aufzeigt und der vor allem auch von seiner Persönlichkeit und von den Themen her, die er anschneidet, einfach der Mann ist, der auch Führungsqualitäten einfach hat. Und da bin ich sehr froh, dass wir den Hubert haben. Mir hat es heute sehr gut gefallen. Ich hätte mir noch gewünscht, dass der Hubert Aiwanger noch ein bisschen längere Rede hält, weil seine Rede hat es einfach gebracht, vor allem die vielen schönen Vergleiche, die er gebracht hat, die haben doch hier die Stimmung zum Höhepunkt gebracht. Das ist wirklich mal wieder die Wahrheit gesagt worden. Ich bin ja nach wie vor Kommunalpolitiker, ich bin ja schon über 45 Jahre im Gemeinderat und da muss ich sagen, das ist genau der Punkt, wo ich immer wieder sage, oben schaffen sie an und unten sollen sie es ausführen und wissen nicht, wo das Geld herkommt. Und das sind die Punkte, das ist genau angesprochen worden. Den kleinen Mann tut es weh, wenn oben angeschafft wird und die unten müssen es ausbaden. Mir ist ganz wichtig, nicht nur, dass die jungen Freien Wähler begrüßt worden sind, das freut mich natürlich besonders, weil wir da insbesondere auf der Jugendschiene jetzt umso mehr noch mit anpacken, sondern darüber hinaus natürlich auch, dass wir inhaltlich eben richtig punkten, weil wir einfach die Dinge, die den Bürger, den Otto-Normalverbraucher vor Ort betreffen, die Politik von unten nach oben führen und nicht von oben nach unten, so wie man es bei der CSU kennt. Das war ein wunderbarer Vormittag und der Hubert war wie immer, der hat die Themen natürlich angerissen, hat also pointiert das gebracht, was notwendig war und auch seine Vergleiche, zum Beispiel der Archäopteryx war sehr passend, also das ist sehr gut angekommen und er hat ja vollkommen recht, also es ist ja völlig unverständlich, warum die CSU diesen Stolper, den sie vorher abgesetzt hat, hier wieder ausgräbt. Also da muss schon die Verzweiflung sehr groß sein. Man muss ja einen politischen Gegner ein bisschen kitzeln. Ja, und das hat er, glaube ich, ganz gut rübergebracht. Also wunderbar, die Rede von Aiwanger war natürlich wieder das Highlight. Ne? Das gehört ja dazu an den Aschermittwoch, dass er mal richtig am Boots gehauen wird. Ja, es war eine rundum gelungene Abschlussrede von Hubert Aiwanger, der mit dem nötigen Pep und Schmackes versehen war und die ganze Situation in Bayern noch mal sehr veranschaulich dargestellt hat. Ich bin rundum glücklich, sag ich mal, mit den Reden meiner Kollegen. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung. Die Reden waren ausgewogen, aber natürlich die fulminante Rede vom Hubert Aiwanger, Landesvorsitzenden, Bundesvorsitzenden, war natürlich absolut top. Also Hubert Aiwanger war wieder spitze Klasse. Er bringt es immer auf den Punkt mit voller Schwung, Boshaftigkeiten und Spitzen verteilt Richtung Partei. Ist vollkommen in Ordnung gewesen. So muss der politische Aschermittwoch laufen. Von der Stimmung her, vor allem jetzt am Schluss, als unser Landes- und Bundesvorsitzender gesprochen hat, war ja dann doch sehr toll. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin begeistert. Weil er genau das anspricht, was uns draußen bewegt. Ich bin Bürgermeister in einer Kommune und das hat mich voll ins Herz getroffen, was heute gesprochen wurde. Es war wieder eine ganz gelungene Veranstaltung, wir haben tolle Reden gehabt. Wir haben unseren landwirtschaftlichen Schwerpunkt setzen können mit Frau Müller und Herrn Hubert Aiwanger, als unsere Landwirtschaftspolitiker.
Wir haben auch viel lachen können, das hat mich sehr gefreut. Also wenn man Archaeopteryx als Stäuber vergleicht, das ist schon der Knaller. Man sieht, dass der Saal dann auch brüllt und tobt. Und genauso muss er auch schon Mittwoch sein. Das Fazit ist, war wieder eine tolle Veranstaltung. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr.